gezogen nach dem bisschen Hickhack auch im Tor. Und die Dreierkette verlag zentral, der Sohn vom ehemaligen Bundesliga-Profi. Und ansonsten alles wie vorhin, wo die Werderaner, auch wenn es knapp beim Elfmeterschießen, dann doch zu Recht gewonnen haben. Und wie sich das genau zeigt, ob eventuell vielleicht sogar Alaba alleine auf der 6 spielt. Pantovic, der ein sehr offensiver Mann ist, nach vorne rückt. Auch James Rodriguez kann nach außen gehen. Also das sind eine Menge Sachen, die wir jetzt gleich in dieser Halbzeit erledigt sehen. Früchtl, der ist zentral hinten im Tor. Er also für Starke im Kasten. Früchtl auch. Coman macht direkt dort weiter, wo er aufgehört hat. Oh! Das war ein bisschen daneben gegriffen. Ja, Standards, Freistöße, alles sein Metier, der im letzten Jahr fast gar nicht zum Zug kam in dieser Weltklasse-Mannschaft. Der ist schon mal gefährlich. Hummels, der da ein bisschen verzändelt. Werder extrem unter Druck. Guck mal, der Alaba kann auch mit rechts. Er kann alles. Alaba kann alles. Guter Abwurf. Diego Selassie. Spieler der letzten Saison. Viele haben da natürlich gesagt, der war mega wichtig, aber ich glaube, ein Traumspieler für jeden Trainer. Bartels. Man sieht ihn mitunter gar nicht, ne? Und dann ist er da für ganz wichtige Momente, ganz wichtige Entscheidungen. Ist dann präsent und ups. Nicht so schlecht. Thomas. Thomas. Ein bisschen in den Boden getreten noch, sonst hätte er ein bisschen mehr Zug noch gehabt für Kimmich dann im Verlauf der Saison agieren wird. Kimmich finde ich auch so ein Beispiel, den finde ich zum Beispiel auf der 6 auch nicht so schlecht. Ja, ist natürlich auf der rechten Seite auch nicht so schlecht, auch ein sehr vielseitiger Spieler. Gut gemacht, super gemacht. Die Bewegung von Müller war überragend, überragend bei der Ballannahme. Wie lange hat er in der letzten Saison gebraucht, bis er ein Tor erzielte? Stark rausgespielt, Kramis, Rafinha und das hier. Das ist stark gegen Caldirola, der natürlich sich auch ein bisschen scheut, dass das eventuell ein Foul ist. Und dann schlänzt er ihn ganz bewusst da hinten rein. Super Tor. Ja, bleibt Caldirola leider ein Tick zu weit weg. Ja. Hätte er vielleicht verhindern können, diese Drehung, aber das wäre... War übrigens ganz stark gemacht von Thomas Delaney. Das lässt sich Kruse, glaube ich, nicht nehmen. Nee, so. Ja, wobei Gondorf hat sich den Ball hingelegt. Mal sehen. Ja, schau an. Stimmt. Denn das habe ich auch noch nie erlebt, dass einer, der den Ball hinlegt. Der Wiener. Oh, Müller, herrlich! Sensationell gespielt von Müller und es ist Bernat. Überragend gemacht. Sie sind mit Abstand das beste Team bei diesem Turnier. So, hier, das ist ja sehr knapp. Es zählt ja der Körperteil, der vorderste, mit dem man Tor erzielen kann. Also es ist nicht unbedingt immer die Fußspitze, aber komm, das Tor war so schön. Hier war es der Ellenbogen, der vorne war. Auch noch abgefälscht übrigens, haben wir gesehen. Leicht, auch beim ersten Treffer war Verlat noch ein bisschen dran. Jetzt ist es Bauer. Ancelotti ist zufrieden. Mit Recht. Und Bernat hat es tatsächlich verdient, ist jetzt eine Position. Das war ein Elfmeter. Also der Arm war definitiv dran. Das können wir schon mal aus der ersten Wahrnehmung sehen. Die Flanke war eigentlich nicht besonders. Also der Angriff war nicht so prall gespielt, ne, muss man sagen. Eigentlich unnötig, ne, dass er da hinkommt mit dem Arm noch, dass er hingeht. Ich glaube, er greift ihn kurz und dann lässt er los. Hier sieht man es.
aber auch geschickt fallen lassen. Ja. Aber erstmal der Kontakt hier. Da ist er da. Er macht das schon. Der ist 17, der Kerl, ne? Also ich will es jetzt nicht als hundertprozentigen Elfmeter bewerten. So, und Müller kann sich zum Mann dieses Finals machen. Er probiert Techniker mit einem guten linken Fuß. Bernhard. Auch die Bremer ein bisschen überfordert jetzt. Hummels. Alaba, der kann sich auch mal eingönnen. Der hat einen guten Schuss. Und Zetterer. Aus der Jugend von Unterhaching 1 gekommen. Mit der Parade, oder? Einen schönen Drall nach außen noch. Hat auch eine klasse Schusstechnik, ne? Alaba.